Yes, yes, yes. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Und nochmal yes, denn endlich kann ich sagen, wissen wir, dass der Nachfolger zu Skyrim oder einem neuen Fallout-Teil angekündigt wird. Mehr dazu besprechen wir jetzt im Video. Ich bin total happy, denn Bethesda hat angekündigt, dass sie jetzt ein eigenes E3-Panel haben werden. Die E3 ist die größte Spielemesse der Welt in Los Angeles. Und am 14. Juni ist es soweit und Bethesda wird das erste Mal einen eigenen Panel, einen eigenen Auftritt haben. Normalerweise war es so, dass Bethesda dann bei den großen Publishern beispielsweise vielleicht mal einen kleinen Auftritt hatte, aber jetzt haben sie ihre eigene Show. Denn inzwischen publisht Bethesda einfach viele Spiele und Marken. Aber natürlich wird dieses Event genutzt, um den Nachfolger zu Skyrim anzukündigen. Das heißt, wir kriegen entweder einen Elder Scrolls Nachfolger, also wie Elder Scrolls 6, oder aber wir kriegen Fallout 4, was ich aktuell für die wahrscheinliche Variante halte. Ich bin auf jeden Fall super happy, weil jetzt wissen wir zumindest einen Tag, das ist der 14. Juni, wie gesagt, 2015, wann eben der Nachfolger angekündigt wird, also wie es weitergeht, also an was arbeitet Bethesda Softworks die ganze Zeit. Ich habe schon in einigen Videos erwähnt, aber ich muss es auch hier nochmal erwähnen, Bethesda Softworks ist das Entwicklerstudio hinter Skyrim, Fallout 3 und in anderen Elder Scrolls Teilen. Bethesda an sich ist ein Publisher, das heißt, nur weil irgendwo Bethesda draufsteht, heißt das nicht, dass das die Leute hinter Skyrim sind. Zum Beispiel auch, hier sei es nochmal erwähnt, dass es auch wirklich der allerletzte mitbekommt, wie Elder Scrolls Online zum Beispiel, ist nicht vom Bethesda Softworks. Es ist nicht von Skyrim-Machern, die arbeiten jetzt seit ein paar Jahren an einem Nachfolger, Schrägstrich, einem neuen Fallout-Teil, was ich, wie gesagt, für wahrscheinlich halte. Mir ist es auch ehrlich gesagt total wurscht. Und wenn es ein Fallout-Teil wird, ich werde euch alle News dazu bringen. Sobald erstmal die Ankündigung feststeht, werde ich ein Video dazu machen. Sobald es Neuigkeiten zu entweder Elder Scrolls 6 oder Fallout 4 gibt, werde ich News dazu bringen. Ich werde euch also bestens versorgen. Es hat bei mir bestens aufgehoben, was das angeht, weil ich da selber so einen tierischen Bock drauf habe. Ich denke, ihr merkt das auch an meiner Stimme. Und ja, ich bin einfach total happy, dass jetzt das Warten endlich mal ein Ende haben wird. Es ist zwar noch eine lange Zeit bis Juni, aber dann hat es ein Ende. Dann wissen wir wahrscheinlich ein Release-Datum oder einen Release-Zeitraum und welches Spiel es denn nun endlich wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und was ihr jetzt auf keinen Fall verpassen dürft, wenn ihr dieses Video fertig geguckt habt, es gibt noch ein Video mit mir und Minecraft-Stuff, das nicht auf meinem Kanal, nicht auf seinem Kanal erschienen ist, sondern auf dem Kanal von Abonnenten von uns, unter anderem von dem Abonnenten, der mir diesen affengeilen Vorspann am Anfang gemacht hat. Link jetzt in den Anmerkungen, das heißt da draufklicken, wäre nicht, oder unten in der Videobeschreibung könnt ihr auch draufklicken. Ist über 20 Minuten lang mit Minecraft-Star von mir und zwei Abonnenten, wie gesagt, wo wir über euch da draußen reden und wie geil ihr eigentlich seid. Also wenn ihr das sehen wollt, vielleicht kommt ihr in dem Video vor, klickt euch da rein, lasst den beiden ein Abo da und ein Like. Und ja, jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Also los, los, los. Ich will euch auf dem anderen Kanal sehen. Ich bin da natürlich auch in den Kommentaren und schaue, was ihr so schreibt. Wer sowas nicht gleich verpassen will, der kann mir auch gerne auf Facebook folgen, weil da hatte ich das Video schon ein paar Tage draußen mit Minecraft Stuff und mir. Hatte ich das natürlich auch geschrieben. Das heißt, meine treuesten Fans bei Facebook haben das dann schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut jetzt mal rüber. Jetzt noch mal kurz zum eigentlichen Thema. Ich bin total enthusiastisch, deswegen holper ich hier so durchs Video durch mit allen möglichen Themen. Wie gesagt, ihr erfahrt alles, wenn es auch nur eine Fitzelkleinigkeit ist, die Bethesda raushaut, hier auf meinem Kanal, wenn es Neuigkeiten gibt. Spätestens am 14. Juni wissen wir einfach mehr. Mich würde jetzt im Kommentarbereich noch interessieren, was erhofft euch mehr, Elder Scrolls 6 oder dass es Fallout 4 wird? Oder vielleicht ganz was Neues, was ich mir irgendwie aktuell schwer vorstellen kann bei Bethesda Softworks, dass sie was anderes probieren. Und also schreibt einmal rein, was ihr am liebsten hättet und schreibt darunter, was ihr aber am wahrscheinlichsten haltet. Also macht zum Beispiel Wunsch, Doppelpunkt, Fallout 4 und ihr haltet aber wahrscheinlicher, dass Elder Scrolls kommt, dann schreibt er wahrscheinlich Doppelpunkt Elder Scrolls 6 oder so. Oder umgekehrt. Je nachdem, wie ihr das seht, haut mir das mal in die Kommentare. Ich lese mir die alle durch. Bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Und danach sehen wir uns bei dem anderen Video, denke ich, gleich wieder. Klickt euch da jetzt mal rüber. Wir sehen uns dort. Schönen Tag euch. Haut rein.